Die DTM 2013. Spannend und abwechslungsreich wie nie. Die Rennen geprägt von Überholmanövern und Führungswechseln. Optionsreifen und DRS sorgen für noch mehr Abwechslung. Das neue Reglement ein voller Erfolg. Es hat zu fantastischen Rennen geführt, zu fantastischen Überholvorgängen. Wir haben 5 Sieger in 5 Rennen und da muss ich sagen, ich glaube, der Zuschauer war hochzufrieden und ich auch. In der Frankfurter Klassikstadt nahmen sich Vertreter der Hersteller, des DTM-Rechteinhabers ITR und des Reifenpartners Hankook die Zeit, Vergangenes zu analysieren und den Blick nach vorne zu richten. Dieser ist ein Blick zurück in die Zukunft, denn die DTM kehrt zurück in das Reich der Mitte. China ist einer der wichtigsten Märkte für die Automobilindustrie und aus dem Grund gehört natürlich China als erste Prioritätenliste bei uns auf die Liste. Und es ist uns gelungen, den Vertrag zu unterschreiben. Wir werden also in 2014 in China ein Rennen fahren. In den kommenden 5 Jahren wird die DTM in China ihr Fahrerlager aufschlagen. Ein logischer Schritt. In der näheren Zukunft steht jedoch zunächst ein anderes Top-Event an. Das Rennen in Moskau am kommenden Wochenende wirft seine Schatten voraus. Ich gehe auch wirklich voller Aufregung dahin, muss ich sagen. Ich bin persönlich noch nicht in Russland gewesen. Audi sehr wohl. Wir haben ja schon Anfang des Jahres angefangen, das Event zu promoten, indem wir da Aktionen gemacht haben auf dem Roten Platz. Eine neue Stadt und eine neue Strecke bedeuten für alle vor allem eines, eine neue Herausforderung. Technisch und fahrerisch sowieso, aber in allererster Linie logistisch. Man muss ein bisschen Zeit dafür einkalkulieren. Das ist kein eben nach Oschersleben oder in die Lausitz fahren. Das ist ein bisschen aufwendiger, aber jetzt, gestern Abend, habe ich die erste SMS gekriegt. Die Schnitzer-LKW sind über die Grenze auf dem Weg nach Moskau. Hat sich gezeigt, dass es funktioniert und war für unsere Leute eine tolle Herausforderung. Vor gut einer Woche gab es den Auftakt zum Rennen am 4. August mit dem Moscow City Racing Event auf dem Roten Platz. Die Begeisterung der Menschen schon jetzt riesengroß. Moskau war eine Wahnsinnsbegeisterung zu spüren. Trotz schlechtem Wetter 100.000 Zuschauer am Streckenrand bei einem Kurs, auf dem viele Fahrzeuge dann Rennfahrzeuge präsentiert wurden, unter anderem unsere 3 Herstellerfahrzeuge. Und wir haben da, glaube ich, Werbung machen können für den deutschen und für den internationalen Motorsport, vor allem für die DTM. Die populärste Tourenwagenserie der Welt geht ihren Weg der Internationalisierung konsequent weiter. Neue Länder, neue Strecken, neue Märkte. Und die zweite Saisonhälfte wird den hohen Ansprüchen sportlich sicher ebenfalls gerecht.